so erstmal einen feinen Kaffee gemacht, als wäre es nicht warm genug hier im Dachzimmer. Die Sonne knallt gerade richtig. Aber ich habe mir gedacht, aus aktuellem Anlass setze ich mich mal wieder hin und quassel ein wenig. Denn einige von euch haben es ja mitbekommen, die 7000 Abonnenten sind erreicht. Ich glaube im Moment gerade so 7031. Und da auch ein paar Veränderungen anstehen oder ein paar Erweiterungen oder so, dachte ich mir, ich quatsch jetzt mal drauf los. Und von daher, hallo, seid gegrüßt. Ja! Jo! Wird gemütlich, wird kuschelig. Na, kuschelig vielleicht nicht wirklich. Aber ich habe jetzt ja das neue Studio gebaut hier rum und mal so ein bisschen die Entwicklung beobachtet. Habe mir auch bei den Videos etwas mehr Mühe gegeben. Vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt. Also auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen reingeknallt. Bei einigen meiner alten Videos, da schüttel ich ja selber mit dem Kopf, wie wenig Informationen ich da reinhaue und manchmal auch falsche Informationen. Ja, also es gibt schon einige Videos, wie ich glaube, das Auna-Mikrofon 900B oder so, ne, ist das zweitmeist gesehene Video von mir und das hat, glaube ich, schon 139 Daumen runter. Jo. Aber ist auch nicht sehr fachmännisch von mir. Habe ich aber auch nie behauptet, dass ich da fachmännisch was rüberbringen kann. Wollte ich eigentlich auch nie wirklich in meinen Videos. Ich habe mir immer gedacht, ich mache die Videos so, dass jeder sich selbst ein Urteil bei dem Produkt bilden kann und ich hau ein paar Infos zusätzlich noch raus. Aber gehe jetzt nicht wirklich so in die Tiefe. Und meine Hoffnung war, wie gesagt, dass dann jeder selbst so sich einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Von daher bin ich auch immer möglichst neutral geblieben. Hier und da habe ich schon mal gesagt, was mir nicht gefällt, aber ich habe jetzt nie ein Produkt. Kam schon mal vor. Doch, einmal kam es, glaube ich, vor. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber ansonsten habe ich nie großen Produkt jetzt wirklich zerrissen. Ich nehme aber auch generell keine Sachen an, bei denen ich mir im Vorfeld denke, das muss der größte Scheiß sein. Also, das ist dann nicht meine Aufgabe. Wenn ich selber schon davon ausgehe, dass es scheiße ist, warum soll ich dann dazu ein Video machen und allen auch sagen, dass es scheiße ist? Das finde ich auch dem Händler gegenüber nicht fair. Und von daher eben greife ich eben eher zu den Produkten, bei denen ich denke, oh, könnte interessant sein, oh, die könnten nicht schlecht sein. Jo, und in nächster Zeit stehen auch noch ein paar Sachen an. Ich habe hier mal hingelegt, ob ich die wirklich alle, ich zeige euch jetzt einfach mal, was so in nächster Zeit, wo ich noch Videos drehen muss oder auch lange drehen wollte, ob ich die alle umsetze, weiß ich noch nicht. Hier habe ich zum Beispiel so ein Retro-Radio, da wollte ich mal was zu machen. Dann habe ich zwei Action-Cams, eine GoPro und hier diese, was ist das eigentlich? Next Gadget von, keine Ahnung, kann es jetzt gerade nicht sehen. Ich habe hier zwei Action-Games, hier fehlt die GoPro, weil die verwenden wir schon mal auf freilaufende Spinne auf dem Kanal mit Jenny zusammen. Da habe ich das auch auf diesem Ritterfest, da habe ich die mal eingesetzt. Dann, auch ganz interessant, eine Überwachungskamera für den Hauseingang mit Lampe von Bosch. Und von Philips habe ich hier zwei Sachen, da habe ich so Ambilight irgendwie, Hue. Da habe ich schon mal ein Set gehabt und das wollte ich eigentlich auch irgendwann mal vorgestellt haben. Liegt hier schon länger rum. Und last but not least, mal wieder was für die Gesunden. Habe ich auch von Philips hier so eine Mixmaschine wieder. Und die wollte ich mir auch noch genauer anschauen. Wie gesagt, ob ich die Produkte wirklich alle zeige, oh, weiß ich noch nicht. Einige, die schlummern schon länger, das habe ich schon seit Wochen oder Monaten vor. Aber ich habe dann auch nicht immer Lust und ja, und so kommt es halt dann, dass ich auch nicht wirklich zu jedem Produkt ein Video mache und zu einigen einfach nur eine Rezension auf Amazon oder anderen Plattformen schreibe. Das Studio jetzt, hier macht es mir echt Spaß. Also, ich muss jetzt auch mal einen Kaffee schlucken, ne? Ist auf jeden Fall richtig cool hier im Studio, muss ich schon sagen. Gefällt mir immer besser. Ist super bequem, einfach nach oben zu gehen, ins Dachzimmer, Lämpchen einschalten, Kamera steht immer am Punkt. Ich habe ja hier alles so auch schön am Boden markiert mit so Klebestreifen, wo das Kamerastativ hingekommt, wo der Tisch immer stehen muss und so. Also gar keinen großen Aufwand. Ich mache einfach an und setze mich hier hin und dann geht's los. Jo! Das ist schon mal cool. Und eben, da das Zimmer neu war, wollte ich mir bei den
ja, neuen Videos auf etwas mehr Mühe geben. Deswegen seht ihr hier oft auch so Notizzettel liegen. Dann habe ich mir tatsächlich im Vorfeld so einiges an Notizen gemacht. Jetzt gerade zu dem Bauknecht-Backofen zum Beispiel. Das war echt aufwendig, das Video. Da habe ich wirklich einiges vorher zusammengekritzelt. Da höre ich mich schon an wie jemand, der bei QVC arbeitet. Also bin selber erstaunt, wenn ich das Video angucke. Da erkenne ich mich gar nicht. Nur ich habe mir gedacht, die waren jetzt so nett, dann gebe ich mir bei dem Video auch noch richtig Mühe. Und eben auch bei den anderen Videos, die ich jetzt im Studio hier gedreht habe, da habe ich schon wirklich versucht, einiges an Informationen dazu reinzubauen. Auch habe ich versucht, die Videos etwas kürzer zu machen. Die liegen jetzt in der Regel so um die 10 bis 15 Minuten. Aber wenn ich mir die ganzen Statistiken angucke auf YouTube und ich sehe ja auch jetzt so die Aufrufe, jetzt das letzte Video von der Hantelbank, das ist jetzt, ich glaube, heute den dritten Tag online. Das hat jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 300 Aufrufe erreicht. Vor 2 Jahren habe ich mit Hantelbänken und Fitnessgeräten noch so 3.000 bis 5.000 Aufrufe gehabt. Jetzt schaffe ich nicht mal die 300 nach 3 Tagen. Also das ist dann schon ein bisschen deprimierend, weil auch da steckt natürlich viel Arbeit drin. Und ich weiß gar nicht, ob das einigen aufgefallen ist. Dieses Hantelbank-Video ist an 2 Tagen entstanden. Sieht natürlich mal aus, wenn das in einem durchgedreht worden ist. Aber ich habe in den Szenen, wo ich dann so Übungen mache und so und die auch mal zusammenklappe und so, die Szenen sind an unterschiedlichen Tagen gedreht worden. Ich habe mich bemüht, das Gleiche anzuziehen, aber nur bei den Socken nicht aufgepasst. Also ich habe da unterschiedliche Socken an in den Szenen. Jedenfalls, es ist schon viel Arbeit, auch nachher das Ganze zusammenzuschneiden und so. Das Bauknecht-Video war schon extrem. In der Form werden die Videos natürlich seltener kommen, aber ich will weiter auch Videos eben in der Form machen, dass die eben aufwendiger sind, auch etwas länger, also 10 bis 15 Minuten. Aber nachdem ich nun meine Statistiken so ein bisschen im Auge hatte, mal letzte Zeit so ein bisschen beobachtet habe, habe ich mir gedacht, du gehst jetzt mal einen neuen Weg. So nach 6 Jahren, ich bin ja jetzt im 7. Jahr dabei, denke ich mir, darf ich mir das auch mal erlauben, dass ich mal ein paar andere Dinge versuche. Ich selbst werde mich jetzt nicht verändern oder irgendwie auf den Kopf stellen oder irgendwie groß eine Show abziehen. Die Videos werden sich einfach nur selbst ein bisschen verändern bzw. werden kürzer. Denn laut meinen Statistiken werden meine Videos gerade 3 bis 4 Minuten geguckt. Länger guckt die kein Mensch. Und von daher sinken die natürlich auch sehr schnell wieder ab in der Startseite. Das ist dann immer schade. Ich habe auch schon gemerkt, dass einige Videos von mir gar nicht in der Suchmaschine bei YouTube auftauchen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt mal. Das wird jetzt mal so ein Experiment, so ein Monat oder so. Mal gucken, was passiert. Und es wird mehr Videos geben, aber eben deutlich kürzere. Zwischen diesen kürzeren aber auch etwas längere. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich habe jetzt auch schon einiges vorgedreht an Kürzen. So wird es zum einen. Ich habe mir hier auch wieder Liste, Notizen, bla 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 gemacht. Was haben wir denn? Zu einem. Erstmal Verlosungen. Wird bestimmt einige interessieren. Es hat sich ja so einiges, jetzt habe ich ganz viele einige und einiges, aber egal. Es hat sich ja so einiges bei mir angesammelt. Nur von dem, was ich verlose, das werden jetzt nicht die Burner-Sachen sein. Also ihr werdet jetzt keine Laptops finden, keine Razer, Gaming-Tastaturen oder so. Die werden in der Verlosung nicht auftauchen, auch keine großen Kaffee-Vollautomaten. Das ist, glaube ich, dann doch zu viel des Guten. Und zum anderen darf ich nicht alles verlosen. Also ich habe bei einigen Sachen gewisse Auflagen, dass ich die nicht weitergeben darf. Und ich will es jetzt erstmal mit ein paar kleineren Produkten versuchen und werde daher, ich weiß jetzt nicht, die nächsten 5, 6 Sonntage oder so, wird es jeweils eine Verlosung geben. Mal gucken, wie es überhaupt läuft. Vielleicht stelle ich es auch vorher wieder ein, wenn es gar nicht läuft. Weil kostet ja auch ein bisschen was, die Sachen zu verschicken und so. Und hier und da tut es auch trotzdem weh, die Sachen abzugeben. Auch wenn sie die ganze Zeit da stapeln, aber man trennt sich ja dann doch irgendwie ungern. Und ich habe hier mal ein paar Sachen bereitgelegt, zum Beispiel, die in nächster Zeit auftauchen könnten in den Verlosungen. Ob ich, wie gesagt, alles verlose, weiß ich noch nicht. Das sind dann hier so, die habe ich mir bereitgelegt. Die Videos zu den Verlosungen, ich sage jetzt gar nicht groß, was es ist. Die Videos zu den Verlosungen, die kommen dann, wie gesagt, jetzt immer sonntags. Die sind auch vorgedreht.
Und diesen Sonntag geht's los. Das sind dann immer so kurze 3-Minuten-Videos, in denen ihr erraten dürft, wie viel Maiskörner in irgendeinem Glas sind oder so. Also solche Sachen. Da habt ihr dann immer bis zum kommenden Freitag, bis zum darauffolgenden Freitag Zeit, eine Antwort oder eine Schätzung abzugeben. Jo, dann wird kommen, dass ich so eine kleine Serie mache. Da habe ich auch schon einige Videos vorgedreht. 8 Videos habe ich tatsächlich schon vorgedreht. Mit Nerdiges ausgepackt. Also die wird unter dem Titel Nerdiges ausgepackt laufen. Und wie der Name schon sagt, sind es eben irgendwelche Killer-Fits-Sachen oder irgendwelche schrägen Sachen wie Funko-Pops, die ja hier bei mir überall rumfliegen. Wird nicht jedem gefallen, aber ich versuche es halt mal mit kürzeren Videos und da kann man immer schöne kurze Videos machen. Funko-Pops, anderes an Actionfiguren, Star Wars-Kopfhörerchen und so. Also da wird einiges bei sein, wobei im Moment der Schwerpunkt leider auf Funko-Pops liegt, für einige leider. Ich selber sammle die ja im Moment ganz gerne. Aber es werden eben verschiedene schräge Sachen dabei, was heißt schräge Sachen, also nerdige Sachen dabei sein. Die Videos versuche ich in der Regel auch so auf 5 Minuten zu halten, was mir nicht immer geglückt ist. Aber in der Regel versuche ich sie halt auch sehr kurz zu halten. Und hier kommt jetzt ins Spiel, mir wird ja öfters etwas angeboten, also von irgendwelchen Zuschauern und Zuschauerinnen eigentlich weniger, aber von irgendwelchen Jungs von euch wird mir ja ab und zu mal was angeboten, was sie mir zuschicken möchten und so. Und jetzt gerade auch wieder auf Facebook ist mir wieder etwas, oder hat mir der liebe Dominik, ich sag schon mal, hat mir da scheinbar etwas gekauft. Ich habe die Nachricht nur 2 Monate später gesehen und das ist auch so ein Ding auf Facebook. Werdet ihr, also auf Facebook mich anzuschreiben, ist immer so eine Sache, da ich da selten drauf reagiere oder mir die Nachrichten oft erst Monate später auffallen. Ich habe das ja schon öfters mal erwähnt, ich bin kein Facebook-Fan, ich bewege mich da nicht viel und meistens poste ich nur schnell ein Video und bin wieder weg. Von daher, Nachrichten kriege ich da in der Regel nicht mit. Besser hier über YouTube oder in den YouTube auf meiner Kanalseite in den Informationen da steht dann auch noch eine Mailadresse, glaube ich. Und besser über diese Adresse Kontakt aufnehmen, wenn irgendwas ist. Jedenfalls, ich habe mich ja immer gesträubt gegen solche Sachen. Hatte es das erste Mal zugelassen jetzt bei Freilaufende Spinner. Da haben Jenny und ich uns von Björn etwas zuschicken lassen. Genau, Björn Kramer, der ja gerne mal hier so in der Film-Community und so die Kanäle beschenkt. Ich weiß nicht, wie der Junge das macht, dass der so viel rauskloppen kann und richtig gute Sachen rauskloppen kann. Aber wir haben uns da auch einmal drauf eingelassen und wer das Video gesehen hat, der hat vielleicht gemerkt, dass mir das alles sehr unangenehm war, weil ich da immer... Ich weiß einfach nie, womit man das verdient hat, eben so ein kleiner Kanal und warum die Leute einem was zuschicken. Aber ich sehe auch mittlerweile auf anderen Kanälen, dass das da gang und gäbe ist und den Leuten das sogar Spaß macht, wenn sie jemandem was zuschicken können und derjenige das dann vor der Kamera zeigt. Und von daher habe ich jetzt auch dem Dominik gesagt, okay, er kann es mir zuschicken und vielleicht passt das eben in dieser Reihe Nerdiges ausgepackt. Und ich habe mir dann gedacht, da ich jetzt nicht wirklich so viel Nerdiges habe, ich glaube, es sind 8 Videos vorgedreht im Moment, vielleicht lasse ich mich doch mal darauf ein und lasse das zu, dass, wenn ihr an Zuschauerpost irgendwas in dieser Art gerne vor der Kamera ausgepackt sehen haben wollt oder mir zuschicken wollt, vielleicht wage ich auch da das Experiment mal und lass mich da bescheren, um eben auch diese kleine Reihe irgendwie auszufüllen. Sollte die Reihe nicht laufen, breche ich das sowieso wieder ab. Und ja, also, wenn ihr Lust habt, da tatsächlich etwas zu schicken, schreibt mir oder so. Und auf meiner Kanalseite ist auch irgendwie so ein Postdingens, das habe ich irgendwann mal eingerichtet, hat mir noch nie irgendjemand was rüber geschickt. Deswegen ist so ein, ich weiß auch nicht mehr genau, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Da kann man mir normalerweise was zuschicken. Aber ansonsten einfach mal anschreiben und dann mal gucken. Wie gesagt, diese Reihe soll eben Nerdiges ausgepackt sein. Da sind
irgendwelche Killefits, WWW, Actionfiguren, irgendwas Nettes zum Basteln, was man so in kurzen Videos vorstellen kann. Und da will ich mal gucken, ob das ankommt. Einfach eben auch, weil die Leute nicht mehr Sitzfleisch haben als 3 bis 4 Minuten bei meinen Videos. Jo. Ich rede vielleicht auch zu langsam. Ja, der dritte Punkt. Kommt noch was dazu, ist auch eine kurze Reihe. Und zwar werde ich mit euch wieder ein bisschen mehr kommunizieren. Ich habe das ja früher viel gemacht. Da bin ich ja mehr direkt gewesen. Mehr, ich weiß nicht, ob man kann sagen, persönlicher oder so. Und das wünschten sich einige zurück. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, vielleicht mache ich irgendwie so, so eine Reihe mit Kommentare beantworten. Das wird dann auch kurz. Es werden immer so eine kleine Auswahl an Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ich das wöchentlich mache oder alle 2 Wochen. Jedenfalls immer rückblickend auf 1-2 Wochen werde ich ein paar Kommentare rauspicken und die dann in einem kurzen Video, was auch so um die 5-6 Minuten geht, beantworten oder einfach mal drauf eingehen. Jo, das sind so die 3 Reihen, die kommen sollen. Also Verlosung, Nerdiges ausgepackt und Kommentare beantworten. Und das sieht dann so aus, dass es wahrscheinlich jetzt in der Woche so knapp 3 Videos geben wird. Und dazwischen dann ab und zu auch mal die etwas ausführlicheren Unboxings wieder. Je nachdem. Mal gucken, was auch in nächster Zeit wieder ankommt. Ich weiß auch nie so genau. Jetzt bei der Hantelbank hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr versprochen. Also ich habe gedacht, das könnte wieder was sein. Deswegen habe ich mir die Hantelbank sogar zukommen lassen. Und ich dachte, okay, das wäre vielleicht mal wieder cool, weil früher kamen die Hantelbänke richtig gut an. Wie gesagt, die waren 3.000, 5.000 Aufrufe und so. Und mir machen eben auch Videos Spaß, in denen ich was basteln kann, also zusammenbauen kann. Und von daher habe ich mir die mal zukommen lassen. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht ganz so wie erwartet. Auch wäre es vielleicht, ich habe ja vor einiger Zeit die Soundbar von Sony vorgestellt zum Beispiel. Die habe ich 2 Wochen vor Release bekommen, bevor die überhaupt auf dem Markt erschienen ist. Und ich war der allererste auf YouTube, der dazu so ein Review gemacht hat. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Ist keinem aufgefallen, das Video. Und von daher habe ich mir eben gedacht, ich gehe jetzt mal ein paar Wege oder gehe mal ein paar neue Wege und versuche den Laden irgendwie in Schwung zu bekommen. Nur ich selber werde mich da jetzt nicht groß verstellen, wie anfänglich erwähnt, werde jetzt nicht irgendwelche komischen Videos machen, wo ich dann in Schnitten und so und da, wie das ja viele gerne machen, ne? Nach da springen, nach da springen, nach da springen. Und ich werde das weiter gemütlich durchdrehen. Ja. Ich werde das jedenfalls weiter gemütlich hier alles abziehen und von daher soll sich da nicht so viel verändern, außer dass es mehr Videos sind, dass die Videos kürzer sind und ja, mal gucken. Es auch ein paar nette Geschenke für euch gibt. Jo. Wenn das jetzt mit der Verlosung irgendwie läuft, werde ich natürlich mal gucken, ob ich das dann auch nochmal weiter aufziehe. Also es wird jetzt nicht über Monate sich hinwegziehen, dass ich Sachen verscherbel oder so. Aber immer mal so sporadisch, dass ich immer so eine kleine Serie mache vielleicht, wo ich mal ein paar Sachen verlose. Weil, wie gesagt, es stapelt sich ja doch hier einiges. Und ich gucke da hinten auch immer auf einen Riesenstapel. Und bei mir im Schlafzimmer, da stapelt sich auch einiges im Schrank. Und im Keller habe ich, glaube ich, auch noch Zeugs. Und naja, das sammelt sich halt in den Jahren an. Jo. Ja, das glaube ich, wenn ich das jetzt so meine Liste hier so durchgehe, 3 bis 4 Minuten Videos, mehr Mühe, Verlosung, ne, Zuschauerpost, Facebook. Jo, ich glaube, ich habe soweit alles erwähnt. So, was gibt's sonst noch? Es ist warm geworden. Ja, ich habe wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Tut mir auch ganz gut, bin da ein bisschen faul gewesen. Ich glaube, ich habe fast ein Jahr keinen Sport mehr gemacht. Und jetzt seit 2 Wochen gehe ich wieder, seit 2 Ja, 2, knapp 3, ich glaube 2 Wochen gehe ich wieder und versuche mal wieder. Der Sommer kommt, der Bauch hatte nämlich ganz schön zugelegt, muss ich sagen. Also es hat mich echt genervt und ich bin solcher Couch-Potato und von daher zwinge ich mich mal wieder. Jo, dann muss ich aber auch privat gerade in meinem Job versuche ich auch wieder so ein bisschen anzukurbeln. Klappt nicht alles so, wie es soll und naja, einiges. Deswegen auch, wird ja auch immer gefragt, Filmwelt TV ist immer so ein bisschen frusten, muss ich sagen. Ich weiß, ist ja nicht böse gemeint oder so und ich kann das auch verstehen. Filmwelt TV macht mir
oder hat mir auch immer Spaß gemacht soweit. Nur wenn man dann ein neues Video hier auf Ich packe aus raushaut und der erste Kommentar ist, wann kommt denn mal was auf Filmwelt TV, das tut dann schon immer ein bisschen weh, wenn man sich dann 2-3 Tage Mühe gegeben hat, ein Video zusammenzuschneiden und es wird direkt nach dem nächsten Video gefragt oder auch nach dem Video auf dem anderen Kanal. Natürlich Filmwelt TV. Ich habe da, ich weiß gar nicht, 30, 40 Unboxings habe ich schon auf der Platte vorgedreht von irgendwelchen Filmen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr so viele kaufe, aber das schlummert schon in dem letzten Jahr. Ich glaube, seit einem Jahr ist nichts mehr auf Filmwelt TV gewesen. Sind da einige Unboxings zusammengekommen, die ich gedreht habe. Nur die Texte dazu, die schreibe ich ja immer. Gehe dann ein bisschen auf Recherche und auf Wikipedia, auf Kommentar oder Reviews, Amazon und so. Ich lese mir alles ein bisschen durch und suche mir aus allem so ein bisschen was raus und schreibe dann einen langen Text dazu. Das ist immer viel Arbeit und ich bin da im Moment einfach recht faul oder auch schon länger. Hab's mir wirklich schon oft vorgenommen, saß auch schon da, hatte angefangen was zu schreiben, aber irgendwie ist im Moment so die Luft daraus und deswegen klappt das mit Filmwelt TV einfach noch nicht so, wie ich gerne möchte. Im Moment ist eben einfach der Schwerpunkt hier, ich packe aus und ich habe mir halt dieses neue Studio gebaut und darum will ich hier auch ein bisschen mehr tun jetzt. Naja, jo, und bei euch so? Ach, wer ist eigentlich in Urlaub dieses Jahr? Ich bin sowieso nicht in Urlaub. Bei mir gibt es ja auch keine Sommerpause, wie auf anderen Kanälen. Oh, ich hoffe, ich komme nicht zur falschen Zeit mit meinen Videos. Naja, aber ja, was soll man machen? Wenn jetzt dieses ganze Experiment, diese ganze Arbeit, diese kurzen Videos und Verlosung alles nichts bringen, hier auf Ich packe aus, die Aufrufzahlen weiter derart in den Keller gehen, dann sehe ich mich gezwungen dazu, weiterzumachen wie gehabt. Ja, weil ich habe Spaß daran und dieses ganze Rumgebastel an den. Ich werde jetzt auch neue Thumbs, werde ich mal gucken, ob ich die Thumbs nochmal umdesigne jetzt nach einer Zeit. Die sind ja jetzt auch schon 3 Jahre oder so immer im gleichen Stil gewesen. Will ich mal ein bisschen anders machen. Neue Intros gibt es ja schon und ja, ein bisschen aufpeppen halt. Aber das macht mir immer Spaß, diese Arbeit, diese ganze Bastelarbeit drumherum. Und das ist etwas, das, ja, so ein Anspruch, den ich an mich selber stelle halt. Und ich könnte damit nicht leben, wenn das irgendwie alles kacke aussieht. Und naja, beim Ton hier gebe ich mir ja jetzt gerade Mühe. Da habe ich wirklich immer geschlampt. Lag aber auch daran, ich habe ja oft die Kritiken unter meinen Videos gelesen zu dem schlechten Ton. Es rauscht, es summt und so. Unten in meinem Schlafzimmer, ich weiß nicht, da ist mehr Elektrosmog und ich hatte das Mikrofon immer auf der Kamera, sodass man immer dezent den Motor von der Kamera hörte. Jetzt habe ich das Mikrofon hier an die Decke gehangen und von daher ist der Klang da auch deutlich besser. Nur muss ich den jetzt, habe irgendwas im Hals. Nur muss ich den jetzt immer auf eine extra Spur aufnehmen und das ist auch blöde. Also ist immer ein bisschen Arbeit, vor allem wenn ich mit mehreren Kameras arbeite. Da muss ich die 2 Bilder zusammenschneiden, den Ton noch draufschneiden und ich hatte ja sogar schon überlegt, ob ich noch eine 3. Kamera irgendwie hier oben anbringe. Jo, aber mal gucken. So, ja. Ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Nö. Jo, ich werde jetzt noch ein bisschen das Wetter genießen. Und ansonsten trinke ich meinen Kaffee aus. Währenddessen schneide ich das Video zusammen und lade das dann auch gleich hoch. Denn ich will diese Sache mit den 4-Minuten-Videos und mit diesen nerdigen Videos, Verlosung will ich schon seit 3 Wochen oder so machen. Ich glaube, so lange sind die Dinger schon vorgedreht. Also nur wollte ich warten, bis die 7000 erreicht sind. Habe gedacht, ab da machen wir mal eine kleine Veränderung auf dem Kanal. Und dann waren die 7000 erreicht, aber es ging immer wieder so auf und ab. Und von daher hat sich das noch 3 Wochen gezogen. Und jetzt, ich denke, bei 7030 kann man mal sagen, okay, jetzt legen wir los. Jo, denn bis Ende des Jahres hat mir ja jemand unter die Videos geschrieben, erreiche ich auf jeden Fall die 10.000. Und von daher muss ich jetzt was tun. Ist nicht mehr lang. Jo. 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 Ich sitze hier gerade so gemütlich. Aha, aha. Na gut.
Okay, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, Sonntag, erste Verlosung und dann geht es auch los. Nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, immer so, denke ich mal, die nerdig ausgepackt und so. Mal gucken. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Von daher, ich hoffe, euch gefällt das auch und ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt mal ein bisschen gezielter vorgehe. Ich verspreche auf jeden Fall, ich selber werde weiterhin mich nicht verändern und so bleiben wie gehabt. Ja, ob es dem einen gefällt oder nicht. Ja. Von daher, macht's gut, bis die Tage und ciao.